Der Coole. Alle wollen sich lustig machen, dass ich scharfe Sachen nicht so vertrage, oder was? Chio Tortillas in der Sorte Mexican Barbecue Style. Da kommt schon richtig der Geruch durch. Ja, was geht und willkommen zurück. Heute teste ich mal wieder etwas in die Richtung scharf. Chio Tortillas in der Sorte Mexican Barbecue Style. Die gibt es nur im Kaufland. Die habe ich allerdings nicht bei meinem Einkauf, den ich gezeigt habe, ja, getätigt, sondern die habe ich gefunden schon vorher. Die gibt es jetzt schon ein paar Wochen. Und wir haben hier 110 Gramm. Die kann man auch hier mit diesen Teilen, da ist ja auch eine Werbung, mit diesen Soßen essen. Ich teste die jetzt einfach mal so, dass wir den normalen Geschmack haben. Maisnack mit würzig-scharfem Barbecue-Geschmack. Maismehl tatsächlich, als ob. Pflanzliche Öle, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen und das typische Zeug. Tomatenpulver, Chili-Pulver, als ob. Emulgator. Interessant. Öffne das Ganze. Later. Und wir riechen mal. Oh ja, ich bin, wie ich schon immer gesagt habe, eigentlich sollte man die Chips eher unten aufmachen, weil da mehr Gewürz ist, aber das ist mir relativ egal gerade. Da kommt schon richtig der Geruch durch. Aber es geht nicht so krass in die Nase. Ich hole mal was raus. No, 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 no. Das ist jetzt hier so ein Tortilla-Chip. Man sieht ja auch ein bisschen das Gewürz drauf. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt schmecken wird. Und los. 3 hours later. Gar nicht intensiv, ich sag doch, das ziehe ich durch. Nee, wirklich, das ist nicht mal krass gewürzt. Kraft meines Amtes als Soßenteufel! Das ist eher so ein Tortilla-Chip mit. Oh, warte, jetzt kommt es ein bisschen durch. Du musst schon ein paar mehr essen, dass das durchkommt. Aber ansonsten sind das halt Tortillas, ja, mit Mexican Barbecue Style. Das schmeckt. Das hat diese hauchdünne Note von der Barbecue-Soße und schönen Tomate. Nee, doch, die kann man sich geben. Ich denke mal, auch mit einer Soße schmeckt das ein bisschen geiler. Hier so ein Käsedip oder sowas. Aber es ist jetzt auch nicht dieses Geschmacksexplosionsding. Ich habe immer nur mal gesagt, ne, dass es mich vom Hocker haut. Ach doch, ich gebe jetzt mal 7 von 10 Punkten, würde ich jetzt sagen. Ich muss nicht immer so großzügig sein und immer in die Vollen rein. Ich habe da wirklich schon Besseres gegessen. Ne, das steht ja auch jetzt nicht drauf. Hot, mega scharf. Echt Chio, echter Geschmack. Ja, doch, das kann man sich mal mitnehmen. 110 Gramm, das ist jetzt auch nicht zu viel. Jetzt nicht die größte Portion. Und ich denke mal, das geht schön. Fernsehabend machen hier so ein paar Chips rein. Ja, das passt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Test wieder, dann vielleicht mal wieder ein bisschen krasser. Und ja, bis dahin. Ciao.